Und wir haben ein wunderbares libanesisches Restaurant hier in St. Georg gefunden. Da gibt es eine ganze. Aber ich zeige euch einfach mal kurz das Hotelzimmer, im Best Western Hotel. Ja, wir sind auch mitten im Schanzenviertel gelandet. Nichts gefunden, jetzt aber erstmal schönes Astra. Bang! Hallo! Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, wir sind in Hamburg angekommen und ihr seht hinter uns schon das Rathaus. Wir haben eine ganz gute Fahrt gehabt, ohne Stau. Hotel wird erst in 4 Stunden frei. Deshalb werden wir heute mal die irische Lady ein bisschen beim Shoppen begleiten. Und vielleicht später gehe ich noch ins Schanzenviertel ein bisschen fotografieren, mache ein paar Videos und dann sehen wir uns ja auf der Fotopia. Ne? Das soll ja ein Fotopia-Vlog werden. Sozusagen Tag 1 und Tag 2 wahrscheinlich zusammengefasst. Und Tag 3 wahrscheinlich auch. Wir machen das wahrscheinlich in einem Video oder vielleicht in 2. Das gucken wir einfach mal. Jetzt suchen wir einfach mal ein schönes Plätzchen an der Alster. Vielleicht trinken wir noch einen Kaffee und laufen ein bisschen rum und finden den einen oder anderen Shop. Oder auch nicht. Los geht's. Ich habe den Anruf vom Hotel bekommen, dass unser Zimmer zu beziehen ist, aber wie sagt die irische Lady, sie ist ein little bit peckish, ein bisschen Hunger. Und wir haben ein wunderbares libanesisches Restaurant hier in St. Georg gefunden. Da gibt es eine ganze Menge von, schön mit syrischen und libanesischen Vorspeisen und Falafel. Also das wird herrlich. Ich mache euch vielleicht dann mal ein kurzes Video von oder ein Bild von. Wir essen jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich vielleicht zu einer Roomtour im Hotel wieder. Ja,
Das war doch mal richtig geil, das libanesische Essen. Richtig authentisch, so früher wie in Jordanien. Ja, machen wir eine kurze Roomtour. Wir haben jetzt eingecheckt und wollten dann mal ins Schanzenviertel rüberfahren. Vielleicht ein paar Fotos machen und ein bisschen rumlaufen und vielleicht auch mal zum Hafen runter. Aber ich zeige euch einfach mal kurz das Hotelzimmer im Best Western Hotel in St. Georg. Ich drehe euch mal. Ja, wenn man dann hier die Tür reinkommt, Moment. Tür kommt mal rein. Dann ist natürlich hier ein kleines schnuckliches Badezimmer. Und ein schöner kleiner Vorraum mit Schreibtisch, alles ein bisschen rustikal eingerichtet, eine Couch und ein Fernseher, ein wunderbares großes Doppelbett und noch ein Fernseher. Ja, also Fernseher haben wir genug, wenn die Lady irgendwas gucken will und nicht Sport, dann können wir das machen, haben wir getrennte Räume. Sonst ganz cool, war aber auch nicht mehr allzu viel zu haben wegen der Messe hier in Hamburg. Jetzt geht's ab mit der U-Bahn oder S-Bahn rüber zum Schanzenviertel. Ja, wir sind auch mitten im Schanzenviertel gelandet. Die irische Lady schaut mal nach dem Shop, den wir vor ein paar Jahren mal gesehen haben, aber im Moment finden wir nicht wieder. Ich werde mal die Fuji XC5 rausholen und ein bisschen fotografieren und zwischendurch ein paar Aufnahmen auch mit der Fuji XC5 machen. Einfach so ein bisschen, um die Stimmung hier einzufangen. Die ist nämlich so ein bisschen, ist nämlich sehr speziell hier. Ja, Leute, ich habe dicke Füße. Aber jetzt auf die Suche haben wir uns gemacht, haben leider nichts gefunden. Jetzt aber erstmal schönes Astra. Hier im Schanzenviertel. Wir wissen noch gar nicht, was wir jetzt machen. Heute Abend treffen wir vielleicht einen Mike mal. Hier mit dem Essen. Mal gucken. Wir laufen noch ein bisschen durch die Stadt. Vielleicht fahren wir mal zur Elbe runter. Keine Ahnung, oder? Was denkst du, Darling? We'll see. We'll see.
Finally haben wir es in den Hafen geschafft. Im Hintergrund die Elfi. Ah, wunderbares Wetter haben wir hier, oder? Ja, ist schön. Sensationell. So, wir laufen jetzt noch ein bisschen hier am Hafen entlang Landungsbrücke und dann treffen wir uns mit Mike Kroner und seiner Freundin im Portugieser Viertel und werden da essen gehen. Es wird sicherlich noch ein paar Aufnahmen geben und eine Abmoderation auch. Und vielleicht noch ein paar Bilder von der Fuji XT5. Also herrliches Wetter, oder? Toll. So nimmt dann der erste Abend sein Ende. Wir haben wunderbar gegessen bei Luigi. Ja, die Ladies sind im Dunkeln, die lassen wir auch im Dunkeln da hinten. Und ja, wir sehen uns dann morgen, dann geht das Video weiter. Morgen wird es ernst, 30 Minuten auf der großen Bühne. Mike ist erst Freitag dran. Ich habe Luft, aber ich werde morgen in der ersten Reihe aber sitzen. In dem Video auch noch sehen, weil Freitag bin ich auch noch mal kurz auf der Fotopia. So, wir verdauen jetzt mal unseren Rotwein, unsere Pasta und unsere, was haben wir getrunken? Krabba und alles. Ne? Und schlafen wie Babys und schauen dann mal, ja, genau, wie es morgen weitergeht. Gute Nacht. Gute Nacht. Thank you.